Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich bei meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger. Und wir wollen uns jetzt ein Formular vom Typ GET anschauen. Im vorgehenden Lektion haben wir das vom Typ POST schon besprochen. Ich habe hier einmal für sich das Listing gleich belassen, außer mit wichtigen Einschränkungen. Ich habe hier als Methode der Übertragung habe ich hier GET gewählt und Target habe ich hier Blank verwendet, weil ich nämlich dieses Formular hier, wenn ich es absende hier mit OK, dazu mehr vielleicht in der vorgehenden Lektion, wenn du das anschaust, in einer neuen Seite geöffnet haben möchte. Und das wirst du gleich sehen, warum. Und die zweite Änderung, die ich gemacht habe, ich werte hier natürlich nicht mit $-post aus, sondern mit get, weil die Übertragungsmethode, die ich gewählt habe, get ist. Wir haben schon hier angesprochen, Unterschied zwischen post und get ist, bei post kann ich beliebig lange Inhalte übertragen und die Inhalte werden nicht an die URL übergeben. Und bei GET kann man nicht so viel Inhalt übertragen, also begrenzt lange und werden an die URL angehängt. Ich zeige dir jetzt gleich, was ich hier meine. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel angeben würde Markus, dann Katzdorf als Adresse und hier auf OK klicke, wird mir eine neue Seite aufgemacht und du siehst, dass hier dann die entsprechenden Daten mit übergeben werden. Wenn nun zum Beispiel ein Passwort mit übergeben würde auf diese Art und Weise, könnte ein Außensteher, der sich dann später den Browser anschaut und dann die Adressen sich anschaut, die hier aufgerufen wurde, könnte er dann gleich dein Passwort erforschen. Das sind natürlich die Nachteile so einer Get-Listings. Ja, also an einer Stelle würde ich in der Regel eher Formulare vom Typ Post mir aussuchen. Aber schaue erst einmal hier dann die entsprechende Aufgabenstellung durch, versuche sie vom Typ GET zu lösen. Und ein Danke für das Zuhören und Zuschauen natürlich auch. Also danke.